shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar in diesem Video möchte ich euch über das kommende DLC, das uns noch diesen Dezember erwarten wird, über das Import- und Export-DLC berichten und alle Informationen, die ich über dieses DLC habe. Ich habe leider nur Leak-Informationen, das heißt, es wurde von Rockstar bisher noch nichts bestätigt, aber ich denke mal, dem Modder, der das rausgefunden hat, dem können wir vertrauen, weil der hat so viel in der Vergangenheit schon vorausgesagt, wie zum Beispiel, wann die 6. Garage mit ins Spiel kommt, wann das Bikers-DLC kommt, wann das Halloween-DLC kommt mit den ganzen Sachen, die da neu mit ins Spiel gekommen sind. Er hat auch die ganzen einzelnen Fahrzeuge hervorgesagt, auf den Tag genau, wie zum Beispiel die Esky oder die Nagasaki Shotaro, den D-Class, Tornado, Red Rod, also er hat wirklich die ganzen Fahrzeuge schon vorhergesagt, und ich gebe selber auf so Leak-Informationen in der Regel nicht so viel, weil es ja nicht von Rockstar offiziell bestätigt wurde, und bevor ich da einen Mist erzähle, habe ich mich da eigentlich bisher mal rausgehalten in solchen Sachen, aber der hat es einfach schon so viel vorausgesagt, wo ich mir jetzt einfach denke, dass auch diese Informationen, die er uns berichtet hat oder geleakt hat, dass auch diese stimmen. Und deswegen möchte ich darüber ein Video machen, um euch auf jeden Fall auf den Laufenden zu halten, und sobald da von Rockstar irgendwas offiziell bestätigt wurde, mache ich darüber nochmal ein extra Video, vielleicht über die Einzelheiten, wo da Rockstar ja bestätigt haben. Kommen wir also nun zum allerwichtigsten Thema, und zwar, wann kommt denn das Import- und Export-DLC? Und zwar, da hat der Modder herausgefunden, dass es am 13. Dezember rauskommen wird. Das wird auch wieder ein Dienstag sein, genau 2 Wochen vor Weihnachten. Das heißt, an Weihnachten werden wir eh nochmal so ein Weihnachtsspecial bekommen. Und 2 Wochen davor das geile DLC. Es wird eines der größten DLCs sein, die wir wahrscheinlich je bekommen haben, wo wirklich extrem viele neue Sachen mit ins Spiel kommen, aber darüber, was so im Einzelnen ins Spiel kommt, erzähle ich euch gegen später von dem Video. Ich möchte euch jetzt erstmal erzählen, so das Grundding von dem Import- und Export-DLC, was man da machen muss, auf was man achten muss und wie das Ganze dann aufgebaut ist. Und zwar, das wird einfach nur so ein kleines Upgrade sein von der CEO-Organisation, das mit dem Finians and Felony DLC mit ins Spiel kam. Sprich, das heißt, man braucht wieder so ein CEO-Bürogebäude. Die sind im Moment noch im Angebot, deswegen würde ich euch empfehlen, da vielleicht schon eins zu kaufen, weil sobald das DLC draußen ist, um das Ganze auch noch zu spielen zu können, braucht man auf jeden Fall auch so ein Büro. Weil dann wird man wieder nicht in eine öffentliche Lobby reingehen, und dort sitzt man sich an den PC, und da kann man dann entweder entscheiden, ob man sich seine Lagerhäuser füllt oder ob man seine Autosammlungen auffüllt. Und dann geht man an den PC hin und macht halt einfach so eine CEO-Mission, wo man halt irgendwo auf der Karte so ein Auto abholen muss und das Auto dann in das Lagerhaus hineinfährt. Anders wie bei der CEO-Organisationsmission hört sich cool an, können andere Spieler die Ware nicht zerstören, also die können es zwar auch, aber bei der CEO-Lagerhäuser-Organisationsmission zerstören die anderen Spieler einfach die Waren und bekommen dadurch Geld. Bei dem Import- und Export-DLC wird es ein bisschen anders sein, und zwar da können die Spieler auch das Auto klauen von den anderen Spielern und das Auto dann selber in ihr Lagerhaus reinstellen, was ich extrem cool finde, weil dann wird es wahrscheinlich irgendwie ein paar Leute geben, die einfach gar keinen Bock haben, die Mission zu spielen, sondern einfach nur die Autos von den anderen klauen, um ihre Lagerhäuser zu filmen, was ich extrem geil finde. Da widerspricht sich jetzt ein bisschen, weil Rockstar hat geschrieben, dass es bis zu 60 Fahrzeuge in einer Garage Platz haben. Der Modder schreibt nur 40 Fahrzeuge in der Garage. Vielleicht gibt es auch unterschiedliche, wo einfach die günstigsten Garagen mit 20 Autos, dann gibt es vielleicht so eine mittlere Kategorie, wo 40 Autos reinpassen, und in der teuersten Variante passen auf jeden Fall 60 Autos in die Lagerhäuser. Die Lagerhäuser, die teuersten, werden auf 3 Etagen aufgeteilt sein, wo man einfach per Treppe in die verschiedenen Etagen laufen kann und sich die Autos anschauen kann. Und per Aufzug kann man, glaube ich, die Autos, so wie ich das im Bild gesehen habe, einfach so ein bisschen verstellen. Ich glaube irgendwie nicht, dass man die Autos wirklich selber benutzen kann und vielleicht in die eigene Garage reinfahren kann, sobald sie mal im Lagerhaus sind, weil ich glaube, das wird einfach nur als Ware gehandelt. Das wurde weder geleakt, das ist nur meine persönliche Meinung. Das ist einfach wie einem CEO-Warenhaus. Da kann man ja auch nicht einfach die Goldbarren, wo da drin liegen, oder die goldene Minigun, kann man ja auch nicht verwenden. Deswegen glaube ich einfach, dass es nur Warenobjekte sind, die man einfach nur zum Kaufen und Verkaufen sind. Einfach so ein kleines Upgrade zu Simeon, seinen hässlichen Fahrzeugen. Die kann man zwar theoretisch benutzen, aber kriegt man halt echt wenig Geld. Und so ähnlich wird es halt auch laufen, dass man die Fahrzeuge in sein Lagerhaus stellt, danach tuned und wieder verkauft. Und auch beim Verkaufen ist es wichtig, da gibt es verschiedene Sammlungen. Zum Beispiel, es gibt eine Rallye-Sammlung, das heißt, die besteht aus 4 Fahrzeugen. Und wenn man alle 4 Fahrzeuge bei der Rallye-Sammlung hat und die dann verkauft, bekommt man wesentlich mehr Geld, als wenn man die einzelnen Fahrzeuge so verkauft. Man kann die einzelnen Fahrzeuge dann entweder per Einzelmission verkaufen, oder man kann es dann wirklich wieder über das CEO-Gedönse machen, dass man dann wirklich
so einen größeren Verkauf macht. Das heißt, es ist sowas wie einen schnellen Job starten oder eine richtige Mission. Die Fahrzeuge zu organisieren wird so sein wie so eine kleine Heist-Mission, kann man sich das etwa vorstellen. Aber das sind ja die CEO-Missionen ja auch schon, wo man irgendwo hinfahren muss mit dem Team zusammen, dann die Polizei ausschalten muss oder sonst irgendwas. Ich denke, das wird nicht viel anders sein wie bei den CEO-Sachen, aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall 2-3 Wochen auf jeden Fall Spaß machen, um seine Lagerhäuser zu füllen. Dann gibt es noch 2 Sachen, die man beim Verkauf auch noch beachten muss. Und zwar, wenn man das Auto dann verkauft und die Mitarbeiter, die dort einem helfen, die bekommen dann zwischen 500 und 10.000 Dollar beim Verkaufen. Ich denke mal, das wird ja für die Helfer nicht so lukrativ sein wie für den CEO-Chef, weil der bekommt dann wahrscheinlich richtig viel. Ich denke, die Missionen sind so aufwendig gemacht, dass man wirklich einen Haufen Geld für die Autos bekommt, wenn man sie verkauft. Aber ich denke, die Missionen sind halt auch wirklich, weil sie so komplex sind, dass es einfach lang dauert, bis man mal so ein Auto gekauft hat, verkauft hat und das Ganze, dass man einfach viel Zeit investieren muss. Aber ich glaube, man hat am Ende richtig viel Geld damit. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall die beste Organisation sein, um Geld zu machen. Davon bin ich wirklich selber überzeugt. Und was noch wichtig ist beim Verkaufen, also das ist nur so eine kleine Nebeninformation, wenn man beim Verkaufen das Auto zerstört oder leicht kaputt fährt oder so, dann muss man die Reparaturkosten selber bezahlen. Das ist natürlich wieder Rockstar-Logik, weil die sind so geldgeil in solchen Missionen, dass man sogar die Reparaturkosten selber bezahlen muss. Wie hoch die allerdings sein werden, kann ich nicht sagen, aber ich denke, das wird nicht so die Welt sein. Und die Höhe von dem Verkaufswert von den einzelnen Fahrzeugen richtet sich natürlich auch daran, wie viel Tuning-Optionen man in das Auto investiert hat. Also das heißt, wenn man das Auto dann in sein Lagerhaus reinfährt, kann man es, denke ich mal, noch tunen, um dann vielleicht einen höheren Verkaufswert herauszuwirtschaften. Aber ich denke, da muss man halt auch wieder Geld investieren. Und wie genau das alles sein wird, ob das so aussieht wie bei Los Santos Customs oder ob es da eine eigene Tuning-Werkstatt gibt, die dann ein bisschen individueller ist, das wird sich auf jeden Fall noch zeigen. Das war es auf jeden Fall mit dem ganzen CEO-Upgrade, was wir mit dem Import- und Export-DLC bekommen. Aber es kommen noch viel mehr neue Inhalte oder weitere Inhalte. Und darüber möchte ich jetzt ganz kurz reden. Und zwar, es werden auf jeden Fall keine neuen Waffen mit ins Spiel kommen, meint der Modder. Aber dafür wirklich extrem viel neue Klamotten, was ich extrem geil finde. Und wahrscheinlich wieder extrem teuer sein werden. Zusätzlich schreibt er, dass wir neue Pferdemasken bekommen und Dinosauriermasken, eine Jesusmaske und wirklich einen Haufen neuer Masken. Da bin ich auf jeden Fall mal übertrieben gespannt drauf, wie die wohl aussehen werden. Dann sollen noch so mexikanische Zuckerkopfmasken mit ins Spiel kommen, also diese Sugar Skulls. Dann kommt noch eine Gorilla-Maske mit ins Spiel und die Chulu-Maske, worauf ich auf jeden Fall gespannt bin. So ganz nach dem Motto Fluch der Karibik. Dann soll es auch noch eine neue Lackiererei geben. Ich denke mal, weil ich da was im Gamecoding bereits schon gefunden habe. Darüber habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Ich kann den Link von dem Video mal unten in die Videobeschreibung reinhauen. Könnt ihr euch das mal anschauen, was ich da rausgefunden habe. Und ich denke einfach mal, weil es im Gamecoding schon drin ist, dieses Gebäude, wird es dieses hier sein. Das habe ich ja nach langer Suche identifizieren können. Aber ob es jetzt wirklich diese Lackiererei sein wird, kann ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Aber wenn eine neue Lackiererei mit ins Spiel kommt, dann gehe ich zu 99% davon aus, dass es dieses Gebäude sein wird. Und ja, wie gesagt, das Video dazu, zu diesem Gebäude und was noch alles im Gamecoding drin ist, haue ich euch einfach unten in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr auf jeden Fall auschecken. Dann hat Rockstar schon mal dieses Bild hier veröffentlicht und dieses Fahrzeug wird wahrscheinlich der Tempesta GT sein. Ich zeige euch jetzt gerade mal, wie der ungefähr aussehen könnte, damit ihr euch da ungefähr etwas darunter vorstellen könnt. Wird auf jeden Fall extrem geil, dieses Fahrzeug. Dann bekommen wir noch zusätzlich meines Wissens 25 neue Fahrzeuge, 2 Fahrzeuge unter der Kategorie Legendary Motorsports, 2 neue Motorräder. Und der Rest der Fahrzeuge oder die meisten davon werden Bennys Fahrzeuge sein, aber nicht Lowrider, wo man halt bei Bennys tunen kann, sondern wirklich so Race-Fahrzeuge. Ich denke mal vergleichbar wie die Banshee und der Sultan RS, was ich auf jeden Fall extrem geil finde, weil ich finde den Sultan so Bombe, wie sie den gemacht haben. Und wenn da 20 Fahrzeuge für Bennys Garage verfügbar sein werden, ich glaube, es wird einfach so geil. Also ich freue mich da extrem übelst drauf. Zusätzlich, was auf jeden Fall das Highlight sein wird, wird auf jeden Fall der Ramp Buggy sein, den ihr auch schon in den Bildern von Rockstars gesehen habt. Der wird ins Spiel kommen und dann gibt es auch den Volvic Rocket, wie der Modder ihn nennt. Und der soll angeblich mit so einem Raketenantrieb versehen werden, um wirklich so heftigen Boost mal kurzzeitig zu bekommen, worauf ich auf jeden Fall extrem gespannt bin, ob es wirklich so sein wird. Kann ich vielleicht noch gar nicht glauben, weil das wäre einfach zu abgedreht, solche Fahrzeuge in GTA Online zu haben.
Und dann kommt es das absolute Highlight, wo ich wirklich zweifle, dass es wirklich kommen wird. Aber wenn es so ist, würde ich es auf jeden Fall feiern. Und zwar der Ruiner 2000. Der sieht dann aus wie der Knight Rider 2000, wo wirklich Leistungsmods hat, ein Turbo Booster, wo wirklich springen kann das Auto. Und dann wird er entweder Raketen oder Maschinengewehr haben, also ausgerüstet haben mit Maschinengewehr und Raketenwerfer, was ich irgendwie fast nicht glauben kann, weil dieses Auto wäre so absolut imba. Und der Preis soll ungefähr um die 5,7 Millionen Dollar sein. Ich weiß nicht, ob Rockstar wirklich so ein Auto mit ins Spiel bringt, weil das hat dann wirklich nicht mehr so viel mit GTA zu tun, sondern es wäre dann fast schon Mad Max-Style oder sonst irgendwas. Aber ich würde es auf jeden Fall feiern, wenn das Auto mit ins Spiel kommt. Aber was mit dem Preis noch auf sich hat, also der Anfangspreis soll angeblich 5,7 Millionen Dollar kosten, aber man kann wirklich extrem viele Rabatte raushauen. Wenn man so spezielle Missionen für das Auto spielt, dann wird es extrem günstig oder man bekommt extrem viele Rabatte, wenn man die Mission dann erfolgreich abgeschlossen hat. Einfach für die Leute, die viel Geld haben und keinen Bock haben, die Mission zu spielen, können sich so kaufen. Und die Leute, die nicht so viel Geld haben, die müssen halt extrem viele Missionen spielen, um einfach den Preis von diesem Fahrzeug zu senken, schreibt der Modder. Ob das alles wirklich so kommen wird, kann ich euch wirklich nicht versprechen. Wie gesagt, es sind Leak-Informationen, da kann sich noch wirklich einiges ändern. Aber weil der Modder einfach so oft richtig lag, wollte ich euch die Informationen auf jeden Fall geben. Und wir werden einfach am 13.12. sehen, was wirklich mit ins Spiel kommt. Dazu wird davor noch ein Trailer kommen, denke ich mal. Und sobald es da irgendwelche offiziellen Informationen von Rockstar gibt, werde ich euch auf jeden Fall darüber auf dem Laufenden halten. Das war es auf jeden Fall mit allen Informationen, die ich jetzt hatte. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn es so ist, würde ich mich jetzt tierisch über ein Like freuen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir die 50 bis, ja, vielleicht auch 10.000 Likes erreichen. Nein, Spaß. Drei Likes würden mir auf jeden Fall reichen. Ich bin an der Stelle raus. Jungs, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao, euer Zeddy.